Ich freue mich sehr, meinen nächsten speziellen Gast, Dr. Thorsten Polleit, Honorarprofessor an der Universität von Bayreuth, Präsident des Mises-Instituts Deutschland, Autor mehrerer Bestsellerbücher, wie zum Beispiel ein Musslektüre mit Geld zur Weltherrschaft, mit dem Untertitel, warum unser Geld uns in einen dystopischen Weltstaat führt und wie wir mit besserem Geld eine bessere Welt schaffen können. Und wir wollen gemeinsam mit meinem Co-Host Stefanie von Jahn, die Volkswirtschaftslehre an der Universität unterrichtet, verschiedenste Themen besprechen. Natürlich beginnend mit den Zentralbanken, die jetzt in den letzten 2 Monaten über 20 Billionen US-Dollar gedruckt haben und als Stimulus, wie das so schön heißt, in den Markt gepumpt haben. Über den Sozialismus, über unsere Freiheit, über die oligarchistischen, monopolistischen Strukturen, sei es Staat, Nationenstaat, Zentralbankenkartell und so weiter. Ja, ich freue mich auf dieses Gespräch und freue mich auch auf dein Feedback, auf deine Fragen und auf eine rege Diskussion im Nachhinein. Und vielen Dank für deine Unterstützung und fürs Zuhören. Hier ist unser Interview, unser Gespräch mit Dr. Thorsten Polleit. Ist manchmal informativer als langer, ne? Und ist auch schwieriger, kurzen Aufsatz zu schreiben. Muss man sich konzentrieren auf das Wichtige. Das weniger Wichtige geht dann über Bord. Gut, Ja, wir zeichnen ja. auf. Okay. So, herzlich willkommen zu meiner Show. Thorsten Polleit ist unser spezieller Gast. Stefanie von Jahn ist mein Co-Host. Ja, es braucht jetzt nicht viel Vorstellung, beziehungsweise meine meisten Zuhörerinnen kenne ich ja schon. Thorsten, du bist Professor an der Universität von Bayreuth, Honorarprofessor, Chefökonom oder Chefvolkswirt des größten Edelmetallhändlers Degussa, Präsident des Mises-Instituts Deutschland und diverse andere Institutionen. Kannst du vielleicht eine kurze Vorstellungsrunde vielleicht auch machen? Ja, erstmal recht herzlichen Dank für die großzügige Einladung. Ich bin natürlich gerne gekommen. Ich darf an der Stelle auch die Stefanie ganz herzlich begrüßen. Freue mich über das Interesse an den Themen, die mich ja auch bewegen, die euch auch bewegen. Und ich denke, ich gebe mal die Fragerunde an euch. Ich hoffe, dass ich da einiges beisteuern kann zur Diskussion und zur Aufklärung. Dankeschön. Ja, ich bin gespannt. Okay, also ich habe mir mal, Thorsten, lieber Thorsten, eine ganze Reihe von Fragen halt aufgeschrieben. Zunächst einmal zu deinem wirklich ausgezeichneten Buch mit Geld zur Weltherrschaft. Der Subtitel heißt, warum unser Geld uns in einen dystopischen Weltstaat führt und wie wir mit besserem Geld eine bessere Welt schaffen können. Und ich habe dir eh schon gesagt, warum ich so ein großer Fan auch von dir bin, weil du, wie man auf gut Deutsch oder auf Österreichisch sagt, du redest nicht viel um den heißen Brei herum und gehst die strukturellen Probleme und Ursachen sprichst du einfach klar an. Vielleicht wäre es gut für unsere Zuhörerinnen, einen Überblick zu verschaffen, der Ist-Zustand zurzeit global. Vielleicht globale Stimulus. Ich habe gehört, der beträgt jetzt zurzeit 20 Billionen, der gesamte globale Stimulus. Die Inflation, die Konsumgüterpreise, einfach nur für den durchschnittlichen Zuhörer oder die durchschnittliche Zuhörerin ein überblickartiges Bild mal zu geben. Was ist der Ist-Zustand zurzeit? Das ist natürlich keine leichte Aufgabe, aber ich will versuchen, dass wir uns da mal herantasten, damit wir tatsächlich mal ein Bild gewinnen können über das, was passiert weltweit. Beginnend muss man sagen, dass das politische Diktat, die Volkswirtschaften zu einem Stillstand zu bringen, ich spreche da häufig von einer Lockdown-Krise, die hat ja das katastrophale Ausmaß angenommen, hat zu Massenarbeitslosigkeit in vielen Volkswirtschaften geführt, hat zu einem eklatanten Wirtschaftseinbruch geführt, dessen Dimension wir noch gar nicht genau beziffern können. Natürlich hätte die Viruserkrankungen
ohnehin die Weltwirtschaft getroffen, die Angebotsseite wie auch die Nachfrageseite hätte gelitten. Aber es ist doch klar, dass dieser politisch diktierte Lockdown die Probleme übermäßig vergrößert hat, die Schäden so groß hat werden lassen, dass man jetzt vor der Frage steht, wie kann das sich denn überhaupt wieder normalisieren, wie geht das weiter? Und auf diesen politisch diktierten Lockdown hat man jetzt Rettungspakete gesetzt. Du sagtest eben schon, das sind gigantische Zahlen. Also ich habe die letzte verfügbare Zahl vom Internationalen Währungsfonds, da waren es dann etwa 8 Billionen US-Dollar, das ist ungefähr 10% des Weltbruttoinlandsprodukts, also der gesamten Wirtschaftsleistung, mit der man jetzt versucht, die Wirtschaften zu unterstützen. Und um das hier abzukürzen, diese Größendimension, 8 Billionen US-Dollar, das umfasst verschiedene Ausgabenprogramme. Aber wir vereinfachen das an der Stelle einmal. Die Staaten geben jetzt Schuldpapiere aus, die insbesondere von den Zentralbanken gekauft werden. Und dadurch kommt neues Geld in Umlauf. Und dieses neue Geld wird den Bürgern und den Unternehmen ausgezahlt. Es soll sie also kompensieren für die ausgefallenen Einkommen und Gewinne. Und im Grunde ist das eine Bezahlung an die Bedürftigen, die die Bedürftigen selber zu tragen haben. Man muss sich das so vorstellen, eine Anleihe wird emittiert von einem Staat und die Anleihe wird entweder gekauft von Versicherungen, wo die Menschen ihre Ersparnisse eingezahlt haben. Dann wird gewissermaßen diese Ersparnis genommen und den Bedürftigen ausgezahlt. Also letztlich zahlt der Sparer selber die Hilfsaktion, die durch den Staat ihm gewährt wird. Oder aber die Staatspapiere werden von der Zentralbank gekauft und dann werden sie mit neuem Geld bezahlt und dieses neue Geld kommt in Umlauf. Und wie immer das so ist, wenn neues Geld in Umlauf gebracht wird, dann sinkt der Tauschwert des Geldes und auch das haben natürlich die Bürger und Unternehmen zu zahlen in Form verringerter Kaufkraft ihrer Ersparnisse oder ihrer Geldguthaben. Also das zahlt letztlich, die Wirtschaftssubjekte zahlen es selber, nicht etwa der Staat kommt als Helfer, nein, es wird auf diese Weise finanziert und das ist natürlich enorm teuer und jetzt natürlich auch ganz ungewiss, wie es überhaupt wieder zu einer Renormalisierung der Volkswirtschaften kommen wird. Die Rechnung wird aber in jedem Falle gigantisch ausfallen. Wunderbar. Thorsten, du hast zwei großartige Artikel auch in letzter Zeit geschrieben. Eines wurde auch heute veröffentlicht, wenn ich das kurz einblenden darf auf YouTube, beziehungsweise auf Zoom. Das eine heißt Bundesverfassungsgericht und EZB, das Urteil ist nicht die Lösung. Es ist wirklich skandalös. Also ist das eine systematische Grundgesetzverletzung, von der du da sprichst, oder kommt das zum ersten Mal sowas vor? Zunächst mal hat ja das Bundesverfassungsgericht in Deutschland gesagt, dass es nicht verhältnismäßig sei, beziehungsweise der Bundestag oder die Bundesregierung haben nicht geprüft, ob das verhältnismäßig ist, was die Europäische Zentralbank da tut. Und das hat sie abgeleitet vom deutschen Grundgesetz. Und jetzt ist das eine Aufforderung, ein Urteil, was der bisherigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs entgegensteht. Und jetzt gibt es natürlich einen Konflikt. Und der Konflikt, der daraus resultiert, betrifft die Frage, wie ist es denn mit der Rechtsordnung in Europa? Ist es so, dass die Nationalstaaten ihr nationales Recht haben und sozusagen Hüter der nationalen Verfassungen sind? Und das EU-Recht muss also berücksichtigen, was die nationale Gerichtsbarkeit vorgibt. Oder aber, das ist die Interpretation, die man in Brüssel hat, der Europäische Gerichtshof steht über allem und alle haben sich letztlich der Rechtsprechung des EuGH zu unterwerfen. Und da tritt natürlich jetzt ein großer Konflikt zutage, der war immer schon schwelend, jetzt ist er ausgebrochen, nämlich die Frage, was ist das denn eigentlich für eine Rechtsordnung in Europa? Haben die Nationalstaaten noch Souveränität, also juristische Souveränität, oder haben sie sich schon der Rechtsprechung, dem Rechtsrahmen der Europäischen Union vollends unterworfen? Und das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die jetzt hier zum Tragen kommt. Und ich beispielsweise bin der Auffassung, dass nach wie vor
die Hüter der Verträge, die nationalen Gerichtsbarkeiten sind. Und alles, was die Rechtsprechung in Brüssel anbetrifft, muss natürlich kompatibel sein mit dem Rechtsrahmen in den Nationalstaaten. In Brüssel sieht man das anders. Und da ist jetzt natürlich ein gewaltiger Konflikt ausgebrochen. Und es ist offen, wie das beigelegt werden kann. Aber klar ist, und das ist die Botschaft, dass, und das zeige ich ja auch in meinem Buch, dass eine Gemeinschaftswährung bei einer Zusammensetzung vieler unterschiedlicher Staaten letztlich die Zentralisierungskräfte stärkt. Also das ganze System arbeitet darauf hin, die nationale Souveränität zu schleifen, der Mitgliedsländer und die Macht gewissermaßen zu zentralisieren in einer Instanz. In diesem Fall ist es Brüssel. Und das ist eine, wie ich meine, sehr gefährliche Entwicklung. Denn wir wissen, wenn Macht sich konzentriert, dann ist es schwierig, den Machtmissbrauch zu sanktionieren und zu disziplinieren. Und das ist jetzt die unangenehme Wahrheit, die durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil zutage befördert wurde. Ja, weil in dem einen Satz in deinem Artikel schreibst du ja, eine beachtliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, so bekunden viele Kommentatoren. Wer hätte gedacht, dass die Richter in Karlsruhe sich gegen den Europäischen Gerichtshof stellen und auch der EZB, der Europäischen Zentralbank, Sand ins Getriebe werfen würden? War das so unerwartet? Es hört sich so an. Ja, ich denke schon, in den letzten Jahren hat man ja viel geduldet, was in Brüssel getan wurde, entschieden wurde. Die Richter haben sich zurückgehalten und jetzt hat man sich tatsächlich mal aufgestellt. Man konnte wahrscheinlich das auch tatsächlich nicht mehr in Einklang bringen mit den Vorgaben des deutschen Grundgesetzes und deswegen jetzt dieses Urteil. Ich habe das natürlich jetzt insbesondere weitergedacht. Natürlich löst letztlich das Urteil nicht das eigentliche Problem, was im Euroraum besteht. Denn der Euro ist ja ein sogenanntes ungedecktes Papiergeld oder man kann da auch Fiatgeld zu sagen. Und dieses Fiatgeld, das verursacht weitreichende wirtschaftliche und Schäden und auch politische Probleme, die jetzt immer stärker zutage treten. Und die Wahrheit ist natürlich auch, unter den gegebenen Umständen wird man den Euro nur erhalten können, wenn die Staatsschulden immer stärker monetisiert werden. Also wenn gewissermaßen die Europäische Zentralbank die Staatsschulden ausgibt, dafür neue Euro in Umlauf gibt und letztlich natürlich die Kaufkraft des Geldes, des Euro-Geldes dadurch herabsetzt. Das ist die Wahrheit. Und Nationen, die den Euro unbedingt halten wollen, und dazu gehört Deutschland. Es gibt ja in Deutschland derzeit keine Initiative, aus dem Euro rauszugehen, auch in Frankreich nicht oder auch in Italien mehrheitlich nicht. Und der Preis, der dafür zu zahlen sein wird, ist nicht nur Geldentwertung, die Kaufkraftentwertung des Euro, sondern das wird politisch natürlich auch immer stärker das, was von der freien Marktwirtschaft noch übrig ist, auch noch zerstören. Und Europa läuft damit nicht etwa einer freien Marktwirtschaft, einem freien Markt- und Gesellschaftssystem entgegen, sondern da droht etwas, was ich als Befehl- und Lenkungswirtschaft bezeichne, wo der Staat also weitreichende Kompetenzen an sich zieht, nicht nur die Zinsen maßgeblich kontrolliert, sondern in der letzten Konsequenz durch Gebote, Regularien letztlich auch bestimmt, wer was wann wo produziert. Und das ist ein unheilvoller Weg. Ja, also die Charts, die du da integriert hast in einem Artikel, aber auch in den diversen Vorträgen, sind ja selbsterklärend. Es sticht ein Satz heraus, den ich auch heute, also mit dem Link zu deinem Artikel retweetet und geteilt habe, nämlich dieser Satz: Selbst in einem optimistischen Szenario, in dem die Volkswirtschaft rasch wieder wächst, würde wohl ein Kaufkraftverlust des Geldes von ungefähr 30% ins Haus stehen. Das ist enorm. Ja, das ist, habe ich aber auch deutlich gemacht, eine überschlägige Einschätzung. Mir ging es darum, dem Leser einen Eindruck zu verschaffen von den aktuellen Geschehnissen. Also der Referenzpunkt an der Stelle sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort wächst die Geldmenge M2, also das ist ein breites US-Dollar-Geldmengenaggregat, das beinhaltet das Bargeld, aber auch die kurzfristigen Guthaben, die die Menschen bei den US-Banken haben, unterhalten. Dieses Aggregat wächst jetzt mit etwa 22% gegenüber dem Vorjahr.
Das liegt daran, dass die amerikanische Zentralbank so viele Schulden des Staates monetisiert und dieses neue Geld auszahlt, aber auch die US-Banken leihen kräftig an Unternehmen und Konsumenten und dadurch erhöhen sie ebenfalls die Geldmenge. Und gleichzeitig bricht die Wirtschaft zusammen. Vermutlich wird ja der Rückgang der wirtschaftlichen Leistung in den Vereinigten Staaten zwischen 10% und 15% liegen. Also ein vermindertes Güterangebot. Gleichzeitig steigt die Geldmenge. Und das ist ja gewissermaßen so ein Geldüberhang, der sich da aufbaut. Und wenn man überlegt, dass dieser Geldüberhang ja irgendwo zutage treten muss in seiner Wirkung, dann kommt man eben über eine einfache Berechnung auf einen Kaufkraftverlust von ungefähr 30%. Das kommt nicht über Nacht, aber das wird sich im Zeitablauf in die Güterpreise hineinbewegen, dieser Geldmengenüberhang. Und ich habe dann auch versucht deutlich zu machen, das kann in den Konsumgüterpreisen zum Tragen kommen, das kann aber auch in den sogenannten Vermögenspreisen sich zeigen, also dass die Aktienkurse oder die Häuserpreise oder die Grundstückspreise weiter steigen. Und ein Geldmengenüberhang etwa von 40%, wie ich ihn da beziffert habe, wenn der jetzt über die nächsten Jahre läuft, dann hat man beispielsweise bei einem 5-Jahres-Fenster eine Inflationsrate von 6,5 bis 7% per annum, aber die sich natürlich dann verteilt auf die Konsumgüter und Vermögenspreise. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Und die Hauptbotschaft ist eben, dass das ungedeckte Geld seine Kaufkraft immer weiter einbüßt durch eben diese Art von Geldpolitik, die ja nicht nur in den Vereinigten Staaten verfolgt wird, sondern im Grunde spiegelgleich hier auch im Euroraum ablaufen wird. Diese sogenannte Corona- oder SARS-CoV-2-Hysterie oder Krise ist ja auch nur ein, siehst du das auch, dass das eigentlich nur ein Cover ist, also eine Art Distraktion, eine Ablenkung von den eigentlichen Ursachen, die jetzt zum Vorschein kommen? Wahrscheinlich die Wahrheit liegt natürlich wie so häufig immer in der Mitte. Ja. An der Stelle kann ich in jedem Falle meine Einschätzung äußern, dass ein Lockdown, so wie er jetzt erfolgt ist, sicherlich nicht verhältnismäßig gewesen ist, weder in Deutschland noch in vielen anderen Ländern. Es hätte bessere und klügere Wege gegeben. Man muss ja auch in Rechnung stellen, die Kosten, die jetzt damit verursacht werden. Und damit meine ich nicht nur die sichtbaren Zahlen, dass also das Wirtschaftswachstum einbricht, sondern eben auch, dass viele Menschen ihre Existenz verlieren, ihre Lebensfreiheiten brutal eingeschränkt werden, dass der Staat sich selbst ermächtigt, viele Dinge zu tun, die er eigentlich laut den Verfassungsregeln gar nicht tun sollte. Und die Kosten dieser Krise werden natürlich durch diese Art von Politik noch weiter in die Höhe getrieben. Und jetzt ist es natürlich schwierig, aus dieser Situation rasch wieder herauszukommen. Aber ich will an der Stelle nochmal unterstreichen, diese immensen wirtschaftlichen Schäden, die sind unmittelbar zurückzuführen auf diese Eskalierung durch den Lockdown, der politisch diktiert wurde. Und die Arbeitslosen, ich meine, wir brauchen jetzt nicht unbedingt immer nach in die USA schauen, wenn wir uns allein die Kernschmelze sozusagen im Wirtschaftssystem in der EU anschauen oder die Arbeitslosenquoten. Aber es ist eben extrem drastisch, so wie du das veranschaulicht hast in der Grafik. Und ich weiß nicht einmal, ob das jetzt wirklich, sind das offizielle Zahlen oder sind das die Dunkelziffer noch, aber ist diese 33 Millionen oder sind das mehr, sind das vielleicht sogar 40 Millionen? Also das sind zumindest die offiziellen gemeldeten arbeitslosen Zahlen, die in den Jahren zuvor auch üblicherweise verwendet wurden, um solche konjunkturellen Rezessionsphasen einzustufen. Und seit Mitte März bis, ich glaube, die Grafik zeigt das, bis Ende April 2020 haben mehr als 33 Millionen Amerikaner ihren Arbeitsplatz verloren. Übrigens auch in Deutschland ist es so, dass von März auf April etwa 308.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben und etwa 10,1 Millionen jetzt Kurzarbeitergeld beziehen, also de facto auch arbeitslos sind. Und das sind etwa 20% der erwerbstätigen Bevölkerung in Deutschland. Und warum das jetzt in der Öffentlichkeit
nicht noch dramatischere Kreise zieht, ist eben der Tatsache geschuldet, dass Kurzarbeitgeld gezahlt wird. Und ich auf dem Wege, den wir eingangs schon besprochen haben, der Staat macht Schulden, verkauft seine Schuldpapiere entweder bei den Versicherungen, wo die Ersparnisse der Menschen liegen, oder verkauft sie an die Zentralbank und da wird neues Geld gedruckt. Also die Menschen bekommen zwar dann Kurzarbeitergeld auf ihr Konto gebucht, aber es ist sozusagen die eigene Ersparnis, die da jetzt flüssig gemacht wird, um diese politischen, die Schäden, die dieser politische Lockdown verursacht hat, zu kompensieren. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass schon vor der Krise die Refinanzierungsrate enorm nach oben ging. Also die ersten Anzeichen zur Instabilität des gesamten Systems schon vor dem Lockdown zu sehen waren. Und das jetzt natürlich noch verstärkt wurde und jetzt immer mehr gedruckt wurde. Und jetzt haben wir einfach immer mehr Instabilität im System. Man muss in Rechnung stellen, dass seit der Krise 2008, 2009 ja ein, nennen wir es mal, mehr oder weniger fulminanter Aufschwung weltweit zu beobachten war, eben durch diese künstliche Zinsherabdrückung der Zentralbanken und das Drucken von neuem Geld, kam es dann tatsächlich zu einem konjunkturellen Aufschwung, der dann auch immer wieder aufgefangen wurde durch weitere Zinsermäßigungen der Zentralbanken oder eben auch durch das Drucken von neuem Geld. Und natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser künstliche Aufschwung irgendwann dann auch mal ausgelaufen wäre und in einen, also sozusagen, dass der Boom in einen Bust umgekippt wäre. Und ich sagte ja bereits, der Ausbruch der Viruskrise, der hat natürlich für sich genommen schon einen Angebots- und Nachfrageschock bewirkt. Und das hätte natürlich vermutlich auch schon die Volkswirtschaften ins Wanken gebracht. Aber das Ausmaß dieser katastrophalen Wirtschaftskontraktion, die man jetzt weltweit sieht, die geht zurück auf die politische Entscheidung, eben die Wirtschaft zum Stillstand zu bringen. Und nochmal vor dem Hintergrund, auch der Tatsache ist das zu kritisieren, dass es ja auch gar keinen wissenschaftlichen Beweis gibt, dass es tatsächlich so ein Lockdown hilft, die gesundheits- und medizinischen Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Das ist sozusagen ins Blaue hinein beschlossen worden und umgesetzt worden. Und insofern, glaube ich, kann man schon sagen, ja, es hätte die Weltwirtschaft vermutlich schon getroffen, aber eben nicht in so einem katastrophalen Ausmaß, wie das jetzt zu beobachten ist. Ja, ich hätte noch eine Frage an dich. Du schreibst immer, dass wir immer in Richtung einer Weltwährung gehen. Und da habe ich mich mal intensiver mit der Thematik des Euro-Dollars beschäftigt und der Tatsache, dass der internationale Handel eben in Dollar erfolgt. Ganz viele Schulden im Ausland auch in Dollar denominiert sind und auch ganz viele Länder den Dollar eigentlich als ihre Grundwährung nennen oder ihre eigene Währung an den Dollar koppeln. Zum Beispiel bin ich nach Myanmar gereist und habe da meine Dollars mitgemacht, um die dann zu tauschen. Und für mich sieht es schon sehr stark in Richtung eine Weltwährung aus, nur halt nicht so klar, nicht so ein bisschen versteckt. Aber dabei habe ich eigentlich gesehen, wie sehr der US-Dollar weltweit schon an Macht gewonnen hat. Was ist da drin? Ja, der US-Dollar ist unbestritten die weltweit bedeutendste Währung, nicht? Die Währung, die eingesetzt wird, um Zahlungen abzuwickeln, um Finanztransaktionen durchzuführen, um internationalen Handel abzuwickeln. Da ist der US-Dollar unbestritten die Nummer eins. Also der Euro, der folgt da stark abgeschlagen, auch der Yen. Ganz klar, der US-Dollar, und obwohl viele sagen, wird jetzt abgelöst, der US-Dollar ist die Nummer eins in der Währungshierarchie weltweit. Und jetzt muss man natürlich sehen, historisch ist das natürlich in Gang gekommen nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Da gab es ein System von Bretton Woods und da hat man damals beschlossen, dass der US-Dollar die Weltreservewährung ist, damals noch gekoppelt an das Gold. Und alle anderen Währungen, französischer Franc, britisches Pfund, die haben sich damals mit einem festen Wechselkurs an den Dollar gebunden. Und das System hat letztlich auch durch die wirtschaftliche Kraft der Amerikaner dann gerade in der Nachkriegszeit dazu geführt, dass der Dollar eben auch im Markt freiwillig nachgefragt wurde als Geld oder auch eben als Sparvehikel. Und das gilt bis zum heutigen Tage. Und es gibt natürlich auch einen Grund, ökonomischen Grund, warum es sinnvoll ist, dass viele Menschen die gleiche Währung verwenden.
letztlich, das versuche ich auch in meinem Buch zu verdeutlichen, letztlich ist ein Geld auf der Welt optimal. Wenn alle Menschen das gleiche Geld verwenden, dann wird sozusagen die produktive Wirkung des Geldes optimiert. Wenn alle mit der gleichen Währung rechnen, dann kann man die Wirtschaftsrechnung besonders gut durchführen, kann man besonders gut kalkulieren, da gibt es keine Wechselkursstörungen. Und das erklärt eben auch, warum es da einen Drang gibt, möglichst viel mit einer einheitlichen Währung zu arbeiten. So, und jetzt kommt die unangenehme Wahrheit. Wenn man jetzt einen freien Markt für Geld hätte, also wenn du und Taiwan und ich die Freiheit hätten, ein Geld zu wählen, was wir verwenden wollen, dann, und alle Menschen hätten das Recht, dann würde es wahrscheinlich nicht lange dauern. Und dann kämen wir über eins, ja, da gibt es etwas, das finden wir alle besonders gut und das wählen wir dann. Das könnte vielleicht Gold sein oder Silber sein, es könnte auch vielleicht Bitcoin sein oder eine andere Kryptoeinheit. Also im freien Spiel des Marktes würde sich da etwas herausbilden auf Basis der Freiwilligkeit. Aber dieses System finden wir nicht vor, sondern wir finden staatliche Monopolgeldsorten. Also in Amerika der US-Dollar, im Euroraum der Euro. Und diese staatlich monopolisierten Währungen, die haben auch die Tendenz, sich jetzt quasi per Kartell miteinander zu verbinden. Und da gibt es, das versuche ich ja auch in dem Buch aufzuzeigen, eben politische Ideologien, die das insbesondere befördern. Dass man also versucht, eine vereinheitlichte Währung zu schaffen, eine einheitliche Weltzentralbank hervorzubringen und letztlich eine einheitliche Weltregierung obendrauf zu satteln. Und damit ich das hier nochmal etwas besser illustriere, der Euro ist gewissermaßen die Weltwährung im Kleinen. Da ist es dieser politischen Ideologie, die ich demokratischer Sozialismus nenne, über Jahrzehnte gelungen, dass die Staaten dann tatsächlich sich zusammengetan haben hier in Europa und haben ihre eigene Währungssouveränität aufgegeben und haben diese Währungssouveränität auf eine supranationale Institution, die Europäische Zentralbank, abgegeben. Und haben zugestimmt, dass die vielen einzelnen Währungen in eine einzelne Währung verschmolzen werden. Also man hat das hier in Europa geschafft, aus vielen kleinen Währungen per Kartellbildung eine zu schaffen. Und diese Tendenz, die gibt es natürlich auch global. Und an der Stelle, ich kürze das mal ab, will ich nur sagen, das ist gefährlich, weil es auch hier zu Machtkonzentration kommt. Und ich kann es nur noch mal betonen, wenn man Macht konzentriert, dann wird es ganz schwierig oder gar unmöglich, Macht zu disziplinieren oder Machtmissbrauch zu sanktionieren. Und das führt dann natürlich letztlich in die Tyrannei. Und das ist auch ein großes Problem, auf das ich aufmerksam machen möchte mit meinem Buch. Ja, wobei du den Staat ja auch dann immer wieder dann als territorialen Zwangsmonopolisten mit Letztentscheidungsgewalt über alle Konflikte in seinem Gebiet bezeichnest, ja. Ja, richtig. Ich füge hinzu, das ist eine positive Definition und positiv in dem Sinne, dass sie wiedergibt, was macht denn das da, was ich definieren will? Und das ist tatsächlich so, dass der Staat ein territorialer Zwangsmonopolist ist, der also die Letztentscheidungsmacht sich zubilligt, über alle Konflikte zu entscheiden, zu richten, die zwischen seinen Untergebenen auftreten und auch die Konflikte zu richten, die zwischen seinen Untergebenen und ihm selber auftreten. Also der Richter wird sozusagen der Richter über seinen eigenen Streitfall. Und dass das natürlich nicht gut ausgeht, das kann man überall beobachten, solch ein Staat wird immer größer, wird immer mächtiger, selbst ermächtigt sich auch. Und die ganze westliche Welt zeigt eben diese Pfadabhängigkeit, dass ein Staat ist, da erstmal so ein territorialer Zwangsmonopolist immer größer wird, besteuert immer mehr, greift immer stärker in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben ein, also von der Erziehung, Schule, Universität, Gesundheit, Altersvorsorge, Recht und Sicherheit, Geld und Kredit, Umweltschutz, alles ist früher oder später in Staatshand. Beziehungsweise der Staat wird ein übergroßer Spieler und zerstört damit letztlich die freie Marktwirtschaft oder das freie Gesellschaftssystem. Und deswegen sagte der Ökonom und Philosoph Hans Hermann Hoppe auch so treffend, dass selbst ein Minimalstaat früher oder später zu einem Maximalstaat wird. Das sieht man, glaube ich, empirisch überall auf der Welt. Und es gibt eben auch eine, wie ich es nenne, handlungslogische Begründung. Und man sollte also nicht denken, man könnte den Staat einhegen. Das ist naiv, also wie die
deutschen Ordoliberalen das gewissermaßen konzipieren wollen, also den Staat, wenn man die guten Seiten nutzen und die schlechten mit Verfassungsregeln einhegen, das funktioniert nicht. Und auch das lässt sich ja beobachten. Der Staat sprengt alle Grenzen und deshalb ist er eben gefährlich für das wirtschaftliche Wohlergehen letztlich einer Gemeinschaft und natürlich auch der individuellen Freiheiten ist da abträglich. Und es gilt natürlich da, über nachzudenken, was denn da bessere Modelle sein können. Ja, gut, dass du das ansprichst mit Hans-Hermann Hopper. Darauf wollte ich dich nämlich gerade ansprechen, weil vor ein paar Tagen habe ich mir einen Vortrag angehört. Ich glaube, das war sogar ein Vortrag von Hans-Hermann Hopper aus dem Jahr 2015 oder 2016. Da hat er dich kurz sogar am Anfang erwähnt oder sich auch bei dir bedankt. Und dann hat er eine wunderschöne Rede gehalten. Ich glaube, der Titel war Der Staat ist der Feind von rechten Ethik. Ja. Und da habe ich mir einen Punkt halt irgendwie rausgeholt und gedacht, also ich habe mich immer gewundert, wieso gibt es da draußen irgendwo keinen Verfassungsrechtsjuristen oder Professor, der jemals die Legitimität beginnen wir mal bei den Zentralbanken oder bei der EZB oder bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich überhaupt in Frage stellt. Und da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz, ja, weil der Verfassungsrichter, das Verfassungsgericht ist im Prinzip ja auch ein Exekutivorgan des Staates, oder? Oder habe ich das richtig verstanden? Oder? Ja, also ich glaube, du hast das sehr richtig formuliert. Für die meisten Menschen ist ja der Staat etwas, was da ist, was man kennt es auch gar nicht anders. Und der Staat positioniert sich natürlich so, dass er mitteilt, zu verstehen gibt, ja, ohne ihn gäbe es nur Chaos und da gibt es nur Mord und Totschlag. Also er sei sozusagen unverzichtbar. Und da muss man natürlich sagen, es ist richtig, dass wenn Menschen zusammenleben, es immer Menschen gibt, die sich nicht an die Regeln halten, die andere gefährden, die das Eigentum missachten anderer, die stehlen und betrügen. Und Recht und Sicherheit sind natürlich Güter, die bereitgestellt werden müssen. Die Frage ist nur, wie macht man das denn? Muss man das monopolisieren? Und das ist ja die Staatslösung, der Staat, wie wir ihn heute kennen, als der Monopolist für Recht und Sicherheit. Oder gibt es andere Lösungen? Und die libertäre Lehre zeigt natürlich, es gibt andere Lösungen. Und insbesondere die Staatslösung ist eben eine problematische Lösung. Sie schafft eben Konflikte. Also sie löst in der Regel gar nicht die Konflikte, die es zu lösen gibt, sondern schafft immer noch neue Konflikte. Und das einzusehen, das ist natürlich für viele Menschen sehr, sehr schwierig, weil man da sich auch Gedanken machen muss darüber, wie denn überhaupt so ein Staat entstehen kann. Nicht? Und da gibt es ja die Auffassung, also ein Staat sei irgendwann mal entstanden durch einen freiwilligen Vertragsabschluss. Da hätten sich also Menschen zusammengetan und gesagt, ja, hier unterschreiben wir, dass wir Recht und Sicherheit jetzt hier an diesen Monopolisten geben. Wenn man das durchdenkt, dann wird man natürlich erkennen, so eine Verfassung, solche Unterschriften gibt es gar nicht, nicht? Also so ein Vertrag mit Unterschriften, den gibt es gar nicht. Und kein Mensch, der bei Sinnen ist, der würde auch so einen Vertrag unterschreiben, der sozusagen sich und sein Leben, sein Eigentum auf ewig einem Monopolisten unterwirft, der den Preis und die Leistung von Recht und Sicherheit festlegen kann, quasi beliebig festlegen kann. Und dann gibt es eben einige Denker, zum Beispiel Franz Oppenheimer, das war der Doktorvater von Ludwig Erhard, dem bekannten deutschen Wirtschaftsminister und späteren zweiten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und Franz Oppenheimer erklärte das in seinen Schriften, dass der Staat eben immer nur durch Gewalt in die Welt gekommen ist, dass eine Menschengruppe die andere unterworfen hat und mit dem Ziel, Ausbeutung zu betreiben. Und so ist das auch heute. Es ist natürlich eine Illusion zu glauben, dass der Staat sozusagen gerecht sei, sondern er ist eben ein Zwangsmonopol und ist mit dem Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen inkompatibel. Nicht? Sapere Aude, das sagte Immanuel Kant, der Aufklärungsphilosoph, der sagte immer, das Ideal der Aufklärung ist die vernünftige Autonomie. Also das heißt, Autonomie, wir geben uns selber, ich und du, wir geben uns selber die Gesetze und Regeln, nach denen wir leben und wir tun das in vernünftiger Weise, all gut durchdacht und gut begründet. Und mit dieser
mit diesem aufklärerischen Selbstbestimmungsrecht ist der Staat, so wie wir ihn heute kennen, unvereinbar. Und was mir jetzt besonders jetzt auffällt, wo du das so schön beschreibst, ist, die Konditionierung beginnt ja schon in der Schule. Ich meine, wir haben aus den Geschichtsbüchern ja auch nichts anderes gelernt. Also dort beginnt ja schon die Konditionierung, als würde es nicht anders gehen. Und deshalb, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir weder in der Schule noch schon gar nicht auf der Universität also das sagen ja die meisten, wir haben ja kaum irgendetwas von österreichischen Ökonomen, vielleicht da und dort die ein oder andere Stunde über Hayek oder Mises vielleicht ganz kurz gehört und das war es dann auch schon. Also irgendwie beginnt diese Konditionierung schon in einem frühen Alter, als gäbe es gar keine andere Alternative. Ja, das lässt sich auch erklären, denn so ein Staat, wie wir ihn jetzt eben beschrieben haben, der muss ja seine Macht erhalten. Und um Macht zu erhalten, da kann man verschiedene Wege gehen. Ein Weg ist die gewaltsame Unterdrückung, also gewissermaßen mit dem Schwert wird die Gegnerschaft niedrig gehalten, unterdrückt, Fragen erstickt. Aber das ist natürlich eine teure Sache und auch eine anstrengende Sache für jeden Staat und seine Repräsentanten, nur auf dem Gewaltwege das zu erreichen, also die eigene Macht zu zementieren. Die andere Alternative ist divide et impera, also teile und regiere. Der Staat erhebt Steuern und einige dieser Steuern, die lässt er den begünstigten Gruppen zukommen. Nicht? Und dann kann man natürlich auch so eine Gefolgschaft sich erkaufen, gerade im demokratischen Wettbewerb. Da geht es ja dann darum, dass sich Parteien durchsetzen, Mehrheiten bekommen. Und die bekommen sie, wenn man den Wählern irgendwas verspricht, was die gerne haben wollen. Und der Wähler, der ist meistens so, wie er ist, der lässt natürlich gern das finanzielle Füllhorn über sich ausschütten und fragt nicht so sehr, wer bezahlt das denn? Nicht? Was ich bekomme, darüber freue ich mich. Wenn man es dem Nachbarn weggenommen hat, dann sehe ich es vielleicht nicht oder ich will es nicht sehen. Divide et impera ist also auch ein Weg, um den Staat in seiner Macht zu erhalten. Und der dritte Weg ist natürlich die Propaganda. Also man versucht, der breiten Bevölkerung mitzuteilen, wie wichtig und unverzichtbar denn der Staat ist. Und das macht diese Aufgabe, die kommt üblicherweise den Intellektuellen zu. Also Lehrern, Universitätslehrern, auch Journalisten, Buchautoren, Schauspieler. Da fördert der Staat natürlich häufig und dort finden auch die Intellektuellen Arbeitsplätze und Unterschlupf und Status und werden dann zum Botschafter dieser für den Staat frohen Botschaft, dass er eben unersetzlich ist und dass es gar keine Alternative zu ihm gibt. Und das prägt natürlich dann Generationen von Schülern, von Studenten, von Menschen, die dieser einseitigen Berichterstattung und Deutungshoheit unterworfen sind. Das heißt, man kommt gar nicht mal drauf, die Realität mal ab und zu mal zu hinterfragen. Ja, das ist so ein bisschen das Beispiel, was mir da einfällt, wenn man einen Affen Fahrrad fahren sieht, dann heißt das nicht, dass nur Affen Fahrrad fahren können. Es können dann vielleicht auch andere Tiere Fahrrad fahren oder eben nicht nur der Affe, sondern viele andere Affen. Und logisch ist das ein non sequitur, also eine nicht zwangsläufige Schlussfolgerung. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen vermutlich Sicherheit und Ordnung und Recht in ihrem Leben verwirklicht sehen wollen, in der Gemeinschaft, in der sie leben. Und die Frage ist halt, wie kann das bereitgestellt werden? Und die libertäre Lehre zeigt eben auf, dass das nicht in zufriedenstellender Weise erfolgen kann, indem man also Recht und Sicherheit staatlich monopolisiert, sondern die empfehlen dann eine freie Marktlösung. Ja, genau, hier würde mich sehr interessieren, wie genau das dann aussehen soll. Also du hast immer von Privatrechtsgesellschaft gesprochen und Organisation im Kleinen. Stellst du dir da sogenannte Privatstädte vor, die sich ganz im Kleinen organisieren mit eigenen Gesetzen, eigener Polizei? Oder wie weit soll der Minimalstaat gehen? Weil Hoppe hat ja gesagt, dass wenn wir mal schon diese ersten Strukturen haben, wird immer mehr Macht übernommen. Und wie verhindern wir das? Ja, die Namen, die hier zurechtfallen, sind natürlich Hans-Hermann Hoppe und natürlich sein
sein Mentor Murray Rothbard, der ein Schüler von Ludwig von Mises war. Und die beiden, Hoppe und Rothbard, sind natürlich ganz bedeutsam in der Erarbeitung des Libertarianism, also einer reinen Privatrechtsgesellschaft oder reinen Privatrechtsordnung, in der Menschen dann zusammenleben. Zentrales Element ist hier eben das Eigentum, nicht? Der unbedingte Respekt vor dem Eigentum, das sogenannte Nicht-Aggressionsprinzip. Jeder ist frei, das zu tun, was er tun möchte. Das Eigentum, was er sich erarbeitet hat, auf nicht aggressiven Wege, also durch Produktion, durch eigenen Fleiß, durch freie Markttransaktionen, das gehört ihm. Niemand hat das Recht, die körperliche Unversehrtheit eines anderen zu verletzen. Das sind sozusagen die Grundkonditionen, und daraus entwickelt sich alles Weitere, dass Menschen also dann beispielsweise Nachfrage haben nach Schutz des Eigentums. Dann bilden sich aufgrund dieser Nachfrage beispielsweise Versicherungsgesellschaften heraus, die dir und mir passende Versicherungsverträge anbieten, unser Haus zu schützen oder die Straße zu bewachen, an der wir wohnen. Also der freie Markt schafft eben über diese Versicherungsinstitutionen Recht und Sicherheit. Und da gibt es natürlich insbesondere beim Recht auch freie Marktgestaltungsprozesse. Die hat ja insbesondere der Schweizer Jurist David Dürr schon sehr eingehend durchdacht und vorgestellt. Und in der letzten Konsequenz wäre es eine Gesellschaft, in der der unbedingte Respekt vor dem Eigentum eines jeden die Handlungsnorm schlechthin darstellt. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber ich will mal vielleicht ganz kurz sagen, dass das gar nicht so utopisch ist, wie es jetzt vielleicht klingen mag. Also es gibt ja in der Europäischen Union jetzt Absetzungsbewegungen. Beispielsweise Großbritannien hat die Europäische Union verlassen. Durch Sezession, also eine Gruppe hat sich entschieden, dass sie in dem großen Apparat nicht mehr so glücklich sein kann, wie es gerne sein möchte, und seine Geschicke jetzt selber in die Hand nimmt und sich herauslöst aus einem großen Staatenverbund. Und das ist genau der Weg von einem großen Staatsgebilde durch freiwillige Abspaltung kleinere Einheiten zu ermöglichen, durch Sezession kleinere Einheiten zu ermöglichen. Und auch diesen kleinen Einheiten muss natürlich dann wieder zugestanden werden, dass kleine Einheiten innerhalb dieser kleinen Einheiten sich ebenfalls, wenn sie unzufrieden sind mit der Situation, die sie vorfinden, dass sie sich abspalten können und beispielsweise Privatstädte bilden dürfen. Und das ist letztlich das Selbstbestimmungsrecht, was einem jeden Menschen zusteht, konsequent zu Ende gedacht. Wohin das führen kann, das kann dann zu Einheiten führen, die vielleicht so groß sind wie Liechtenstein. Liechtenstein hat 30.000 Einwohner, ist ein friedliches Land, ist ein wunderschönes Land, ist ein sehr reiches, wohlhabendes Land, weil eben auch die Politik dort nicht größenwahnsinnig werden kann, weil es eine kleine Einheit ist. Und kleine Einheiten müssen auch immer offen sein gegenüber anderen Ländern. Man ist ja nicht autark. Man muss seine Bürger gut behandeln, sonst wandern die ab. Oder man darf die Steuern nicht zu hoch setzen, sonst wandert das produktive Kapital ab und keine neuen Unternehmen siedeln sich an. Der Charme der kleinen Einheiten führt dazu, dass es eben einen produktiven Wettbewerb um gute Lebensbedingungen, um gute Standortqualität gibt. Und nochmal, man muss nur auf die Welt gucken, ob das jetzt Hongkong ist, ob das Shanghai ist, ob das die Schweiz ist, ob das Liechtenstein ist. Die kleinen Einheiten sind friedlicher und produktiver. Und das ist letztlich das, was man auch handlungslogisch abbilden kann, herausarbeiten kann, mit Blick auf das, was man dann letztlich als Privatrechtsgesellschaft bezeichnet. Und ich kann nochmal betonen, das sind also ist Handlungslogik zu Ende gedacht. Thorsten, ich möchte eines verstehen. Ist es möglich, praktisch jetzt gesehen, egal jetzt, wie wir das jetzt monetär schaffen, ja, eine Mischung aus Gold, Bitcoin, weil du sagst, also diese Sezessionsbewegungen, und können wir uns Richtung immer mehr kleinere, lokale, zirkuläre Ökonomien hinbewegen,
wo wir schlussendlich, geht es ja um den Sinn und Zweck oder um das Endziel, ist ja die Macht dieser omnipotenten Kreatur aus was auch immer, Nationenstaat und Zentralbanken, den Boden zu entziehen. Ich meine, ist das möglich? Ich glaube, ja, das ist möglich, denn in der letzten Konsequenz ist das, was Menschen tun, immer durch Ideen getrieben. Also diese Ideen, die Menschen im Kopf haben, von denen sie meinen, es sind die richtigen Ideen, die treiben sie dann auch zu diesen und jenen Handlungen. Und in den letzten Jahrzehnten hat sich die Idee breit gemacht, dass möglichst große Einheiten gut sind, also die Europäische Union. Man muss immer mehr Länder haben und dann müssen wir immer stärker zentralisieren, also die Vereinigten Staaten von Europa schaffen mit möglichst in der Souveränität eingeschränkten Staaten. Also das ist die Doktrin, die man auch als politischen Globalismus bezeichnen kann. Die gibt es eben nicht nur in Europa, den gibt es auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Drang, den Nationalstaat zu überwinden und eine globale politische Union zu schaffen. Das ist letztlich eine Idee, die Menschen erfüllt und die wird auch freudig aufgegriffen natürlich von denjenigen, die in den Politikapparaten beschäftigt sind, die in den Bürokratien sind, denn das bringt ihnen natürlich Arbeit und Einkommen und Prestige. Und diese Ideen sind natürlich nicht unangefochten und dürfen es nicht bleiben, weil es gibt bessere Ideen und die besseren Ideen habe ich eben versucht kurz zu skizzieren, nämlich der Wettbewerb. Das ist über das Selbstbestimmungsrecht argumentieren, dass jeder Mensch eben die Freiheit hat, zurückzuweisen, dass er von anderen beherrscht wird. Das ist eine Grunderkenntnis der kritischen Aufklärung, wie Immanuel Kant sie vorgelegt hat, Ende des 18. Jahrhundert. So alt ist das schon und leider so verloren gegangen ist auch diese Einsicht des unbedingten Selbstbestimmungsrechts. Und wenn diese Ideen wiederbelebt werden und wenn auch ökonomisch gezeigt wird oder die Menschen das vielleicht auch erkennen, dass die großen Einheiten eben nicht friedvoll sind und nicht produktiv sind und den Wohlstand für sich, für sie und ihre Familien und ihre Gemeinden nicht in der gewünschten Weise befördern, dann kann ein Umdenken einsetzen. Nochmal, intellektuell ist der Schluss ohnehin schon klar. Das, über was wir gesprochen haben, ist logisch, handlungslogisch zwingend. Und es gilt letztlich, diese Ideen zu verbreiten. Und so etwas passiert ja jetzt auch in dieser Architektur des politischen Globalismus, wenn man mal guckt in den Vereinigten Staaten von Amerika, die US-Administration macht jetzt nicht mehr mit in diesem Bestreben, über den politischen Globalismus eben diese Vereinheitlichung des Beherrschungsapparats voranzutreiben, so will ich das mal nennen. Großbritannien tritt aus, in der Europäischen Union knirscht es ja auch. Die Frage wird jetzt sein, kann man das Projekt überhaupt noch halten, weil man ja so immense Transferleistungen jetzt den einen abverlangen muss, um die anderen über Wasser zu halten. Also ich bin da ganz hoffnungsvoll. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das noch erleben werde, aber ich glaube, wichtig ist an der Stelle, die Fackel der guten Ideen darf nicht ausgehen, die muss weitergetragen werden und ich mache eben immer wieder die Erfahrung, dass viele Menschen, die dann doch mal auf diese Ideen aufmerksam gemacht werden, viele von denen beginnen umzudenken. Und da muss man weiter dran arbeiten. Stefanie, du wolltest noch was sagen? Ich habe tatsächlich alle meine Fragen losgeworden. Vielen Dank für die tolle Beantwortung. Und ja, für mich hat Mises Hayek, die österreichische Schule, tatsächlich auch deine Vorträge, Thorsten, und von Professor Gerhard Mann auf der Value of Bitcoin-Konferenz, die haben mich sehr dazu inspiriert, da tiefer einzusteigen und alles zu hinterfragen auf ökonomischer, gesellschaftlicher Perspektive. Und immer mehr Menschen gehen den Weg, auch über Bitcoin wird nochmal hinterfragt. Und wir haben richtig ein Aufleben der österreichischen Schule jetzt. Und ja, auch dieser Lockdown und diese ganzen drakonischen Maßnahmen führen den Menschen schon vor Augen, wo wir jetzt drin sind. Immer mehr hinterfragen. Also ja, wir haben durchaus Hoffnung. Ja, und man, ganz wichtig, Stefanie, man darf die Deutungshoheit eben auch nicht den anderen überlassen, nicht? Denn sagen wir mal, die sozialistisch orientierten
Vertreter sind ja ganz schnell bei der Hand, beispielsweise wirtschaftliche Krisen umzudeuten, nämlich als Folgen des Kapitalismus, als Versagen der freien Märkte. Und hier gilt es natürlich, Aufklärungsarbeit zu leisten, dass wir natürlich überhaupt gar nicht in einem Kapitalismus leben. Man kann auch gar nicht mehr von einer freien Marktwirtschaft sprechen, sondern der Staat ist so groß geworden, dass er ja letztlich alle wesentlichen Stellschrauben bedient, und dass die Wirtschaften beispielsweise immer wieder in Finanzkrisen geraten, das liegt an diesem ungedeckten staatlich monopolisierten Geldsystem, in dem immer mehr Geld zu immer tieferen Zinsen in Umlauf gegeben wird. Und das, diese Erkenntnisbeiträge, die hat die österreichische Schule der Nationalökonomie vorgelegt. Die sind abrufbar, die sind ausformuliert, und man muss nur lesen, darüber nachdenken und dann eins und eins zusammenzählen. Und ich glaube, damit hat man eine ganz starke Argumentationsbasis. Und nochmal, die Kraft der guten Ideen, das sollte uns allen Hoffnung geben. Thorsten, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir sind jetzt am Puls der Zeit. Jetzt öffnen sich auch die Menschen noch dafür, weil sie auch den Schmerz entweder schon spüren oder kommen sehen. Und das ist eben diese Frage, die ich versuche auch immer wieder ganzheitlich irgendwie so ganzheitlich als möglich zu vermitteln, einfach nur die Frage zu verstehen, wie kann es sein, dass ein, nennen wir das einfach mal eine Institution, eine Entität, eine zentralisierte Entität, die vollkommen intransparent ist, den wichtigsten Klebstoff verantwortlich ist, also für die Existenz, das Schicksal von Milliarden von Menschen beeinflusst, verändert und schlussendlich auch zerstört. Und das ist etwas, was einfach nur die Kernfrage überhaupt zu verstehen: Woher kommt das Geld? Was ist das Geld? Warum können wir das bis jetzt noch nicht hinterfragen? Und ich glaube, jetzt geht der Samen endlich auf, habe ich das Gefühl. Ja, die Geldfrage ist ganz zentral. Der Staat, so wie wir ihn heute kennen, der könnte ohne das ungedeckte Papiergeld, was er monopolisiert hat und für sich, für seine Zwecke nutzt, gar nicht existieren. Deshalb ist es auch so wichtig, dem Staat dieses Geldmonopol abzuringen und auch den Menschen zu sagen, dass die Probleme, die drängenden Probleme, nicht gelöst werden durch den Staat. Der Staat oder die Politiker, die da gewählt werden, die sind nicht die Lösung. Die Lösung ist eben, so viel den Staat zurückdrängen, wie nur irgend möglich. Ludwig von Mises hat mal gesagt, wer eben Frieden und Freiheit möchte, der muss den Staat so stark zurückdrängen, wie nur möglich. Und im Extremfall ist das eben kein Staat, beziehungsweise das, was heute monopolisiert wird in Form von Recht und Sicherheit, auf anderem Wege zu organisieren und zu verhindern, dass man so eine Zwangszentralmacht bekommt, denn die wird immer größer und gefährlicher und zerstört letztlich die individuelle Freiheit. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, eben den Menschen auch zu vermitteln, dass der Schlüssel zur Lösung ihrer Probleme eben nicht in den Regierungsbänken in den Großstädten, also in Brüssel oder in Paris, in Wien oder in Washington liegt, sondern in der Rückgewinnung, in der individuellen Freiheiten und dem Zurückdrängen des Staates, so wie wir ihn heute kennen. Nur noch eine letzte abschließende Frage, Thorsten, weil da geht es ja doch um das Strukturelle. Und ich höre das immer mehr von den Libertären oder von den österreichischen Ökonomen oder Bitcoinern oder alle, die irgendwo für Freiheit stehen. Menschen gehen ja regelmäßig dann in die Wahlkabine und wählen dann die eine oder andere Partei, welche Couleur auch immer. Man unterstützt ja doch mit seiner Stimme dann wiederum die Struktur, das System dahinter. Was würde passieren, wenn eine kritische Masse, sagen wir mal, weiß nicht, 30-40% plötzlich nur rein theoretisch nicht mehr wählen würde? Das wäre dann sozusagen, ich unterstütze weder das eine noch das andere. Es ist ja, momentan ist es natürlich so, dass viele Menschen, was auch ein Problem ist, mehr oder weniger direkt oder indirekt abhängig sind vom Staat, also die dort arbeiten oder ihre Transferzahlungen beziehen. Viele Pensionäre, die angewiesen sind, dass der Staat brav die Rente überweist. Und da ist natürlich eine ganz starke Gefolgschaft schon entstanden. Nicht? Und ob die wählen oder nicht, die halten still und halten sozusagen die Treue dem Staat. Das ist
das ist eine große Problematik. Und die wird sich wahrscheinlich nicht über Nacht lösen lassen. Aber nochmal, die Kraft der guten Ideen, wenn die Menschen erkennen, es gibt bessere Möglichkeiten, Wohlstand, Frieden und Freiheit zu schaffen für sich und seine Gemeinschaft, dann werden diese Ideen sich durchsetzen. Es kommt eben darauf an, dass das auch verbalisiert wird, dass die Menschen herangetragen werden, also die Ideen herangetragen werden an die Menschen. Und ich sehe in den Social Media eben enorme Fortschritte. Also wenn ich mal zurückdenke, 6 Jahre, vielleicht 8 Jahre, wenn man das Wort Fiat-Geld verwendet hat, bei Vorträgen beispielsweise, da musste man das erklären. Was ist denn damit gemeint? Heute ist das schon gängig. Also wenn ich Magazine aufblätter oder Kommentatoren höre, das Wort Fiat-Geld ist jetzt schon Gemeingut. Also soweit ist das jetzt schon gediehen. Und das zeigt, da zeigt sich schon, es gibt Fortschritte, es gibt natürlich auch große Hindernisse. Aber in der letzten Konsequenz muss man das natürlich über Ideen transportieren, dass die Menschen einsichtig werden. Und da, nochmal, da müssen alle dran arbeiten, die das wissen, wie problematisch die Strukturen sind, die sich mittlerweile herausgebildet haben. Thorsten, vielen lieben Dank für das Gespräch, wirklich sehr erleuchtend. Wo kann man dich noch finden? Wo dürfen meine Zuhörer, Zuhörerinnen dich finden? Erstmal vielen Dank, Stefanie und dir, für die Einladung. Das hat mir Spaß und Freude bereitet, über diese Dinge, die euch auch bewegen, zu sprechen. Mich kann man finden auf den Social Media, Twitter, Facebook, LinkedIn. Ich habe auch einiges auf SoundCloud abgelegt. Da kann man sich so einige Aufsätze vertont anhören. Und auf YouTube gibt es auch das ein oder andere Video über einen Vortrag. Und ja, da würde ich mich natürlich freuen, wenn das für den einen oder anderen Zuhörer, für die eine oder andere Zuhörerin von euch von Interesse ist. Dann vielen herzlichen Dank, Thorsten, und hoffe auf ein baldiges Wiederhören, Wiedersehen und für ein baldiges Gespräch wieder. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich nochmal. Vielen Dank. Schönen Abend. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, unser faszinierendes Gespräch hat auch dir gefallen. Ich freue mich sehr, wenn du mir, wenn du uns ein Feedback schreibst, Fragen schreibst oder Anmerkungen, Kommentare. Folge bitte mir, Stefanie von Jahn und vor allem Dr. Thorsten Pollert auf Twitter, Social Media, LinkedIn, YouTube, diversen Social Media. Ich freue mich auf ein Like, auf ein Retweet, auf irgendwelche positiven Kommentare oder überhaupt auf deine Fragen würde ich mich auch sehr freuen. Meine E-Mail-Adresse ist hello@thetotalconnector.com. Vergiss auf jeden Fall nicht, dir das Buch zu bestellen von Dr. Thorsten Polleit, Mit Geld zur Weltherrschaft. Ein unglaublich schönes Buch, das logisch, rational und wirklich verständlich die Essenz dieser ganzen Strukturen, unserer Probleme, der Symptome veranschaulicht und verständlich kommuniziert. Und freue mich schon auf das nächste Gespräch mit Dr. Thorsten Polleit in naher Zukunft. Ich hoffe, wir können wieder eine Live-Diskussion im Rahmen zum Beispiel der Value of Bitcoin-Konferenz moderieren, begleiten und vielen Dank für deine Unterstützung und fürs Zuhören.